Also warten tue ich eigentlich täglich meine fristlose Kündigung. Wenn sie nett sind, dann noch fristgerechte Kündigung. Heute ist ihre Entlassung nicht in der Post. Für die ehemalige Jobcenter-Sachbearbeiterin Inge Hannemann heißt das, sie bleibt freigestellt, bei vollen Bezügen. Der Grund dafür liegt 1,5 Jahre zurück. In einem öffentlichen Brandbrief gegen das System Hartz IV äußerte sie ihren Unmut. Sich gegen eine Mammutbehörde in Anführungszeichen zu stellen, als eigentlich die erste Mitarbeiterin, die so krass in die Öffentlichkeit geht, das ist natürlich ein Akt, ne? Inge Hannemann ist seitdem bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber, dem Jobcenter in Hamburg-Altona, nicht mehr gern gesehen. Denn ihre Kritik ist fundamental. Erwerbslose seien der Willkür der Berater ausgesetzt. Das habe sie selbst oft erlebt. Ich bin der Meinung, dass Mitarbeiter unabhängig des Unternehmens immer die Freiheit haben sollten, Missstände aufzudecken, zu sagen, hier stimmt's nicht mehr, wenn sich intern nichts ändert. Ja? Und die ganzen Jahre hat sich ja nichts geändert. Und intern hat man mich ja nicht hören wollen. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich an die Öffentlichkeit gehen. Inzwischen ist die sogenannte Hartz-IV-Rebellin Hannemann so bekannt, dass sie oft angesprochen wird. Auch bei unserem Dreh. Ja, aber schön, dass wir wenigstens jetzt jemand Nettes haben. Ja, ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Ja. 8,5 Jahre kämpfe ich schon um Schule. Okay. Und danke. Die Leute erhoffen sich dann so ad hoc einen Ratschlag von mir oder auch einfach auch ein Lob. Ja? Weil meistens erzählen sie ja, wie sie dann kämpfen, Anführungszeichen. Und das finde ich auch schon phänomenal. Also ich habe auch nichts dagegen, aber ich kann natürlich keine umfassende Beratung machen. Gegen ihre Freistellung hat Hannemann geklagt. Der Prozess läuft noch. Bei ihren Gerichtsterminen ist der Saal immer voll. Das schafft öffentliche Aufmerksamkeit für die Hamburgerin. Hannemann sagt, sie erhalte jeden Tag rund 80 Hilferufe von Betroffenen. Nur in besonders schweren Fällen schaltet sie sich persönlich ein. So wie bei Angelika Matzen. Bei meinem Sachbearbeiter ist es, ja, gelinde gesagt, einfach eine Katastrophe. Der schreit nur und tobt und das letzte Mal ist er schon hochgesprungen fast. Und das sind Sachen, da komme ich nicht mit klar. Hannemann kritisiert, dass vieles im Ermessensspielraum der Sachbearbeiter liege. Dass viele sogenannte Kann-Bestimmungen gelten. Als Beistand geht sie deshalb mit zu Terminen und erlebt skurrile Situationen. Der Wachdienst kommt in der Regel. Ich werde umkreist also vom Wachdienst. Und die Kollegen werden nervös. Ja, also das heißt, sie wissen das Einfachste nicht mehr umzusetzen. Und ich sitze aber im Grunde genommen nur da, mache ein bisschen Wortprotokoll und fasse hinterher alles zusammen. Und Sachen, die zum Teil 2-3 Jahre liefen wegen der Genehmigung, werden plötzlich genehmigt, ja, ohne Probleme. Sie strahlt eine unwahrscheinliche Ruhe aus, die ich leider nicht mehr habe. Und ich hoffe mir da, dass sie mir ein bisschen den Rücken steckt, obwohl sie ja zierlich und klein ist. Ne? Nee. Bei Familie Hannemann zu Hause hängt der Protest am Kühlschrank. Auch ihr Mann Holger arbeitet bei der Arbeitsagentur. Hartz IV, ein Dauerthema. Ich finde es eher feige, dass man Missstände kleinredet oder weglügt oder wegdiskutiert und denjenigen auch noch bestraft, der sie nennt. Also ich würde es eher so rumsehen. Na klar, es ist irgendwo auch Mut, weil sie hat ihren Arbeitsplatz riskiert. Aber es ist trotzdem richtig, was sie macht. Absolut richtig. Der Kampf gegen Hartz IV hat Hannemann zur Politik gebracht. Im kommenden Februar möchte sie für die Linken in die Hamburger Bürgerschaft einziehen. Und spätestens dann, damit rechnet sie fest, wird die Kündigung in der Post liegen. Okay.